Hallöchen, meine lieben Leute. Wir sind zurück bei Let's Play World of Warcraft und passend dazu sagt mir das Addon schon wieder irgendwas, was gar nicht stimmen kann. Ja, das ist doch wohl nicht. Wie kann das hier ernsthaft gemeint sein? Ich meine, wir haben ausgerüstet die Kappe des Aasweber. Item Level 935. Das ist 5 Level unter Legendary Niveau. Ja, 5 Item Level. Und die wollen tatsächlich, dass wir hier diesen Schleier der 100 Klafter anlegen mit Item Level 98 aus dem LFR. Was ist denn das? Das sind 45 Item Level runter. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Nur weil hier Mastery drauf ist und bei dem anderen Multistrike. Das darf doch wohl nicht wahr sein, ehrlich. Meine Güte. So. Mache ich das hier? Ja, mache ich. Ich mache jetzt erstmal wieder ein paar World Quests. Wir haben ja auch noch die zwei, die Weekly Quests, die wir abschließen müssen. Die haben im letzten Part angefangen, aber jetzt sind wir hier gerade schon kurz davor. Dann können wir jetzt auch eben kurz noch die Quest hier machen. Was sollen wir denn hier überhaupt machen? So, jetzt weiß ich es wieder. Gruppe suchen, annehmen. Die fielen relativ schnell, wie mir gerade aufgefallen ist. Ich hoffe nur, dass die sich jetzt auch mal um ein paar Schreine kümmern. Und da machen sie gerade anscheinend einen. Ich kann nur hoffen, dass ich davon auch profitiere, nicht, dass ich zu weit weg bin. Entblößt eure Seele für mich. Oh Gott, da hat wer den Dicken gepult. Das ist nicht cool. Ist ja immer noch nicht down. Jetzt. Oh shit, 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 shit. Oh Gott, hier ist wieder Full House. Okay, wir müssen sowieso den langen Weg nehmen, sehe ich gerade. Weil hier haben wir an der oben irgendwie nie einen Teleporter hin. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Ich weiß nur, dass es sehr nervig ist. So, machen wir es mal so. Okay. Die lange, lange Reise. Ja, den... Komm mal. Panzerung einsatzbereit. Diese Rüstung ist so OP. Unglaublich. Absolute Transformer-Qualität. Oh, hier. Eine Schatulle. Ich muss näher ran. Gab sogar nochmal makellose Agonit. Das heißt, uns fehlen nur noch 8 Stück für die Weekly. Diese Tornados, die sie hier eingefügt haben, gefallen mir übrigens auch sehr, sehr gut. Auch wenn der hier mir gerade komplett eigentlich den Weg versperrt. Könnten irgendwie noch mehr Impact haben, finde ich. Ich meine, dass man da irgendwie so richtig reingezogen wird, finde ich cool. Oder wenn das ein One-Shot wäre, wenn man da in die Nähe kommt. Das sind so alles Sachen, das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden in dem Punkt, aber das hat sich Blizzard dann irgendwie dann noch nicht getraut. Oh, da hinten wird schon gefightet.
Und hier noch fast full life. Hier ist für mich also hervorragend, um jetzt hier einzusteigen. Ah, lass mich doch in Ruhe, ja. Seht ihr das? Von wo die mir wieder gefolgt sind? Von da ganz hinten. Richtig absurd, meiner Meinung nach. Ja klar, und jetzt spawnt genau hinter mir so ein scheiß Koloss, ne? Ist schon recht, ist schon recht. Bis jetzt will ich, ob ich erst den hier mache. Ah, soll ich erst den machen? Das ist das Problem, wie ich dann wieder rauskomme. Ich möchte mich da am liebsten mal raus teleportieren. Na komm, machen wir den zuerst. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir den Schmarrn jetzt auch erledigen. Sieht irgendwie so ein bisschen doof aus, ne? Das Skelett hier auf dem Fuchs. Ich meine, der Fuchs ist ja ein cooles Mount. Aber als Skelett? Ich weiß nicht. Ich finde das nur so mäßig cool. Oh nein, bitte nicht. Hartie und Schildkröte. Woher die auch immer kommen. Keine Ahnung, warum die davor stehen. Oh, er wird sogar bekämpft. Er wird bekämpft. Schneller. Oh Gott, da komme ich nicht rechtzeitig dran. Das Licht schütze uns. Doch. Unsere Verbündeten sind in Not. Bitte, ihr müsst ihnen helfen. Wer ist denn da gerade? Wer haut ihn? Das ist ein Hexer. Licht gebracht. Ich danke euch dafür. Damit haben wir die eine Quest jetzt auch hier wieder abgeschlossen. Warum kann man hier eigentlich nicht drin reiten? Verstehe ich nicht. Das ist sowieso so sinnlos. Ich meine, in manchen Situationen verstehe ich es ja, warum man nicht reiten kann. Aber hier gibt es überhaupt gar keinen Grund. Warum kann ich hier nicht auf meinen Mount aufsteigen? Ich meine, allein von der Logik her gibt das überhaupt gar keinen Sinn. Wie wollen die mir bitte das verklickern? Es ansonsten möglich ist, in Azeroth sogar zu fliegen. Also ich bitte euch. Wie die mich immer schon so schief angucken, ne? Als ob sie jeden Moment kurz davor wären. Ach, was zum Snacken? Einmal kurz umhauen. Kleinen Quests mache ich da auf jeden Fall nicht. Ich mache jetzt hier die Weekly-Geschichte und ich wollte ja auch noch nach Sturmwind, um die Geburtstagsquest mal irgendwie mal anzugehen. Ja, die ist ja auch noch im Inventory. Denn dort gibt es bisweilen Bosskämpfe und vielleicht auch Achievements, die uns dann noch fehlen jetzt, aber vor allen Dingen auch Loots von den Bosskämpfen. Und gerade als Magier komme ich ja wirklich schnell von A nach B. Also. Ne, da gehe ich nicht ans Vorkommen. Ich wäre dran gegangen, wenn da jetzt nicht irgendwie so ein scheiß Netherum gewesen wäre. Aber jetzt, wo der Netherum da steht, habe ich dann keine Lust, den umzuhauen, nur um mir dann drei Erze rauszuholen. Hier ist auch eine, wo ich nicht kämpfen muss.
Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Trauerspiel, das wir bis jetzt mit dem Magier nur bei Stufe 600 sind. Das heißt, uns fehlen noch ganze 200 Punkte. Aber ich habe auch gemerkt, bei Bergbau ist es so, dass man gar nicht die Maximalstufe so einfach erreichen kann. Denn ich habe mit meinem Hunter immer noch nicht die Maximalstufe. Und ich kriege für die Minen, wenn ich jetzt zum Beispiel Imperium abbaue, kriege ich keine Skillpunkte mehr. Keine Ahnung warum. Ich habe mich jetzt allerdings noch nicht damit beschäftigt. So, jetzt erstmal hier hoffen, dass wir hier noch ein Ei bekommen. Fast down. Muss erledigt werden. Leid braucht ihr zwar nicht zu ersparen, aber beeilt euch trotzdem. Ein angemessenes Ende für einen solchen Fall. Gut gemacht. Doch, wir haben ein Ei bekommen, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Denn es gibt nur noch Mounts, die aus diesen Eiern für uns droppen können, die wir noch nicht haben. Sangua. Organisierte Gruppen, Benutzer definiert. Sangua. 137 ist sogar eine ganz nette Zahl. Das heißt, die werden schon ein bisschen weit sein. Wir haben hier schon den Schneeball-Effekt quasi gerade los. Und der Kommandant ist auch schon da. Das heißt, jetzt schnell hin, um nochmal angreifen. Falls nicht, sollte ich aber trotzdem mittlerweile den Loot bekommen. Das haben wir ja schon herausgefunden. Hey, Masgoroth. Der sieht neu aus. Den habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Gute Arbeit, Champion. Hallo, rein! Alter, das ist doch ein Witz, ist das. Also, keine Ahnung. Ich habe da drauf geklickt und es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was das ist für ein Scheiß. Haben wir hier echt kein einziges Ei mehr? Das ist aber... aber doof. Die Legion ist von eurem Ansturm überrumpelt. Auf zu Vindica. Wir haben zwei Quests zu abschließen. Spiel haben wir 281, das heißt, wir können uns... im Ernst, so eine kleine Dreckskröte greift nur, wie sie hinter den Leuten her chased. Das ist manchmal auch echt merkwürdig. So. Was ist denn hier? Gibt es Neuigkeiten? Die Ruinen von Orona. Viele Krokulstreifen Schatten umhüllt in der Stadt unter uns umher. Ich kann nicht akzeptieren, dass sie nicht gerettet werden können. Arkan war einst ein Anführer. Einige seiner Anhänger befinden sich vielleicht noch in den Ruinen von Oronare und wandeln auf dem schmalen Grat zwischen Vernunft und geistigem Niedergang. Bittet euren Orden um Hilfe. Sucht die Ruinen nach allen ab, die noch gerettet werden können. Okay. Ach so, das ist wieder eine Mission. Die Armee des Lichts. Mal gucken, ob ich überhaupt Leute frei habe. Man weiß, wie man sie kontrolliert. Magni hat euch erneut zum Krokulager gerufen. Er hatte wohl einen Durchbruch bei seinen Versuchen, neuen Kontakt mit Argus aufzunehmen. Ich empfehle, dass ihr ihn umgehend aufsucht. Seine letzte Vision zeigte Agramas Ankunft und wir wissen noch immer sehr wenig über Sargeras Pläne. Wandelt im Licht. Unser Moment ist endlich. Werden hier etwa nach und nach die weiteren Quests freigeschaltet? I don't know. Wir haben jetzt erstmal 781 Splitter. So, was holen wir uns denn jetzt Hübsches? Erstmal jetzt hier kurz. Zack. Zack. Jetzt haben wir 1,5 Milliarden. Nochmal 1,5 Milliarden. Dass die überhaupt einen Global Cooldown haben, ne? Es ist ein Witz. Okay. Ich freue mich auf unseren Handel. Kann weg, kann weg, kann weg. So.
915, 98. Schultern wären also mal angebracht. Gut, kümmern wir uns um die Schultern. Sollen wir zum Geschäft kommen? Schultern, Schultern, Schultern. Stiftung, hier haben wir es. Sehr schön. Will er oder will er nicht? Es laggt. Nein, es laggt nicht. Willkommen. Willkommen. Warum hat das nicht funktioniert? War schon wieder buggy oder was? Gut, okay. Drück die Daumen. Drück die Daumen, ich kann schon mal ausmachen. Schauen wir mal, was es wird. Aufwerten, 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 aufwerten. Yes, es ist aufgewertet. So, jetzt ist die Frage. 915 oder wieder Titanforged? Nur 910, wieso steht denn da aufgewertet? Ach so, weil wir nochmal Lebensraub drauf haben. Gut, trotzdem. Ich sehe ein für uns beide nützliches Geschäft voraus. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gut, liebe Leute, dann mache ich an dieser Stelle Pause. Wir machen beim nächsten Part weiter und eigentlich muss ich mich dann nochmal um die anderen World Quests hier kümmern, weil es sind so viele Splitter, die uns hier aus den Händen gleiten und uns fehlt einfach noch so viel an Items. Ich meine, uns fehlt noch ein 910er Ring, noch einer, dann hier die Handschuhe. Na, Brust haben wir, Handschuhe, aber dann noch den Umhang, also drei auf jeden Fall und dann bei den Artefaktteilen. Brauchen wir noch drei Stück. Nee, nicht drei, das ist 910. Zwei. Ja, also da fehlt uns auch noch einiges. Wie dem auch sei, liebe Leute, ich mache an dieser Stelle jetzt Schluss. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.